So, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend. Damit sind wir live und wir wollen heute Puning gemeinsam aufbauen. Genau. Hier ist aufgegossen, ich muss mir gerade noch mal eine Kerze anmachen. Das ist noch mal eine gute Idee. Draußen ist es dunkel. Da habt ihr jetzt nicht so viel von. Aber ich. Genau, ich habe mir gedacht, ich muss mal wieder eine Karte aufbauen. Dann dachte ich mir einfach, ich nehme euch mal wieder mit. Weil ihr das ja zumindest in den Kommentaren oder in den Kommentaren nach für sehr interessant haltet. Wie man damit umgeht, genau. So, wir wechseln einfach mal das Overlay. Damit sind wir auf dem richtigen Overlay. Ich muss gerade nochmal Werkzeuge im OBS anmachen. Was brauchen wir denn heute alles? Chat ist natürlich ganz interessant. Damit können wir arbeiten. Und die Twitch-Statistiken nehmen wir auch nochmal mit. Gut. So, wenn wir das jetzt fertig aufgebaut haben, ich schaue gerade mal. Ja, auch Musik haben wir auch. Kann natürlich auch nachher noch andere Musik anmachen. Ich habe jetzt erstmal so ein bisschen Chill-Out-Lounge und Ambient-Musik angemacht. Copyright-free, bla bla. Einfach nur, dass wir irgendwas leise im Hintergrund dudeln haben. Das ist unsere Wildermark-Karte. Ganz generell kann man aber auch jede andere Karte bauen. Ich brauche wie gesagt für Punin, für morgen brauche ich Punin und da wollte ich mal mit einer Blankokarte anfangen. Da ist nichts drauf. Das ist einfach Gras-Map. Und ich dachte mir einfach, das könnte vielleicht für euch ganz relevant sein. Ich überlege gerade, braucht ihr hier den Layer, der hier da versteckt ist? Ich glaube nicht, ne? Ist eigentlich egal. Hatte ja schon mal in meinem Special hatte ich ja schon mal demonstriert, auf welchen Layers man wann wie arbeitet. Ich kann es auch gleich nochmal dazu sagen. Ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht und zwar einige Bilder mal in meinen Ordner gezogen, mit dem wir dann, glaube ich, anfangen können. Ich muss gerade mal schauen. Ja, der Server ist aktiv, genau. Und das erste, was ich mache, ist aber, dass ich auf dem Background Layer meine Aventurienkarte reinziehe, damit ich erstmal kleinen Anhaltspunkt habe. Normalerweise rendert das aber noch mal so ein bisschen hinterher. Es liegt, glaube ich, dann aber eher an Java, bis dann Java das verarbeitet hat. Ich muss gerade mal nebenbei Avispath aufmachen. Dann können wir uns nämlich mal ansehen, für den Maßstab, wie weit es von Gareth bis nach Punines Luftlinie. So, das schreibe ich mir gerade mal auf einem kleinen Zettel nebenbei. Ah, die Luftlinie sind 290, 93, 94 Meilen. Von Gareth bis nach Punin. Luftlinie. Gut. Das brauchen wir als Anhaltspunkt. Falls ihr das selber mal nachmachen wollt, könnt ihr euch auch für beliebige andere Orte aufteilen. Guck gerade mal nach, was da so sinnvoll erscheint. Aktuell, nach dem aktuellen Maßstab, was wollen wir denn machen? Das sind jetzt 100%, ne? Guck mal, das sind 100% der Karte. Wollen wir die Karte so groß lassen? Ich glaube, wir lassen die Karte so groß. Ich finde das gerade ganz angenehm. Ich sollte vielleicht zum Vergleich dann später nochmal. Wir können den Maßstab auch noch ändern. Ich glaube, ich lasse die Karte mal auf der Größe, das ist ganz angenehm. Die hellen Positionsanzeige kann ich noch ein bisschen größer machen. So. Das sind aktuell 100 Meilen. Wir brauchen aber 294 Meilen. Ich gucke gerade nochmal. Das heißt, wir können den Maßstab ganz grob über den Kartenlayer verändern und zwar Kartenraster anpassen. Nee, Kartenraster nicht.
Das Kartenraster lassen wir so. Karte bearbeiten, genau. Da guckt uns jetzt so ein schönes kleines Fenster an, und zwar die Map Properties. Und dann können wir nämlich sagen, entweder Pixels per Cell oder Vision Distance. Das lassen wir so. Die Distance per Cell, die Distanz, die eine Zelle groß sein soll, die setzen wir mal auf nicht 1, wie Standard eingestellt, sondern auf 3. Drücken wir auf OK. Und dann haben wir nämlich auch unseren. Kann sie noch ein bisschen kleiner ziehen. Damit haben wir ganz grob 294 Meilen. Jo, bisschen kleiner gezogen und schon ist die Karte geeicht. Zumindest diese erste Karte hier ist geeicht. Das ist mal so das Erste, wie ich anfange. Irgendwas braucht man ja. Damit kann man dann im Spiel die ganzen Sachen ausmessen. So. Weiter geht's. Die ganzen anderen Fluff-Bilder, die Immersionsbilder, ziehe ich alle nachher rein. Das Wichtige, was noch fehlt, ist, wo ist denn die Punin-Karte? Habe ich eine Punin-Karte? Nee, habe ich gar nicht. Zumindest nicht in meinem Ordner. Schlechte Vorbereitung. Dann ziehen wir uns mal aus dem Kartenmaterial Städte. Punin. Die Farbkarte von Punin rein. Gucken wir mal, wie die Auflösung ist. Das ist die große. Die ziehe ich mir mal erstmal in mein DSA, bla bla, Punin-Ordner. Damit fangen wir an. Und weil die schon schwarz-weiß ist, muss ich die gar nicht mehr mit Photoshop bearbeiten. Das ist ganz hilfreich. Es gibt natürlich auch nochmal eine Schwarz-Weiß-Karte. Achso, das ist auch immer ganz hilfreich. Da kann ich ja nochmal gleich auch drauf gucken. Dann noch irgendwelche. Ich glaube sogar schon. Dann noch irgendwelche Markierungen drauf sind. So, wir gehen wieder auf den Background-Ordner. Zoomen mal raus und ziehen uns mal Punin.Farbe rein. Muss ich gerade mal gucken, ist da ein Maßstab gegeben? Ist kein Maßstab gegeben. Müssen wir uns den raussuchen. Kann auch sein, dass auf der Schwarz-Weiß-Karte noch einer drauf ist. Da sind zumindest. Hier drauf, das ist auch ganz hilfreich, wenn wir uns dann gleich die ganzen. Gott, die ist aber 10.000 Pixel groß. Also, ich will mal gucken, wie groß so ein Kästchen ist. Die wollen wir jetzt nur als Hilfslinie, wollen wir uns die gleich mal einzeichnen. Die können dann nämlich übereinander liegen. Das zeige ich euch gleich. Ich ziehe gerade mal erstmal wieder meinen Dropbox-Ordner und verkleinere die dann auf. Kann ich gar nicht verkleinern. Na gut, dann ziehe ich die PNG so rein. Na gut. Muss ja keiner aktuell zu mir connecten. Kommt ja nachher wieder runter. Was kann ich Leder schon? Das ist natürlich viel zu groß. Ich muss gerade noch mal schauen, wie groß so ein Kästchen ist. Ob das 10 x 10? Nee. Sind das 100 x100 Meter? Ich muss mal gucken, wie groß Punin ist. Das muss bestimmt dann in den. Herz des Reiches muss das drin stehen. Ganz grob. Welcher Seite ist denn Punin? Ich habe mich nämlich noch nicht wirklich darauf vorbereitet. Auf Valmara. Wollte das gemeinsam durchmachen. Habt ihr zumindest schon mal die PDF, die ich gerade offen habe. Können wir gerade mal reingucken. Land und Leute. Blabla. Almada. Rashtula.
Ackert. Ne, wir brauchen bitte nur einmal Punin da. Steht da was drin, wie groß du bist? Nee, ne? Muss doch eigentlich. Das können wir uns aber auch, glaube ich. Also ich meine, wenn man sich so ansieht, wie groß so ein Häuschen ist. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt vom Maßstab her passt. Ich habe nämlich hier auch noch den aventurischen Boten. Da steht nämlich drin, wie groß der Boron-Tempel ist. Was auf alle Fälle. 70 Schritt. Und hier unten sehen an dem. Den ziehe ich auch gleich rein, den habe ich schon einmal kopiert. 70 Schritt. Das sind 70. Ah, wird wohl. Ja, doch, kann sein, dass das. Zumindest laut dieser Karte müsste es ein bisschen mehr sein. Aber es werden wohl 100 mal 100 Schritt sein. 100 mal 100 ist auch nicht richtig. Sind nicht Quadrat. Doch, die sind Quadrat. Sind die quadratisch? Sind quadratisch. Gut. Dann haben wir zumindest schon mal einen Anhaltspunkt, wie wir eichen. Das ist, wie gesagt, jetzt das, was wir brauchen, warum ich diesen ganzen Kladderadatsch eben gerade gemacht habe. Und wir brauchen natürlich wieder so einen Maßstab mit entweder 1 zu 10 oder 1 zu 1 oder 1 zu 100. 10 zu 1. Das sind immer so die Sachen, wie ich mich beim Eichen von Karten orientiere. Im Vergleich, ich werde das gerade nochmal schauen. Das sind noch 100%, ne? Das sind 100%. Schwierig. Könnte sie jetzt auch genauso lassen. Ich glaube, das mache ich auch. Nee. Das mache ich nicht. Ich werde, glaube ich, wieder über die Karte bearbeiten toolen. Muss ich mal schauen, welche Distanz. Ah, setze ich die auf 2, dann müsste ich die andere Karte wieder eichen. Das wäre jetzt nämlich, wie gesagt, die einfache Geschichte. Und zumindest kann ich ein 1,5 machen. 20 mal. Lass mich kurz überlegen. Zwar eben eine Distanz von 20. 20 mal 5, 3 mal 5 sind 15. Dann mache ich das so. Wird die Distanz auf 15 gesetzt. Dann sollte eigentlich bei dieser Größe jetzt dieses Feld exakt 100 sein. Ha! Gut. Dann ist das auf alle Fälle schon mal richtig und ich muss diese Karte dann verkleinern. Genau, ich gucke gerade mal, wie sind 300? Ne, 200. Die muss aber extrem klein gemacht werden. Das glaube ich aber okay. Genau, dann schieben wir die Token einmal übereinander legen. Dann nehmen wir den einen Token, den oberen, nehmen wir ab und schieben ihn 294 Meilen. Jetzt sind das 98 Meilen, das ist, glaube ich, bei der Entfernung, ist es egal. Wir haben jetzt beide die Entfernung von 284 zueinander. Was ich jetzt mache, ist, dass ich die Karte von Aventurien nehme und verkleinere. Und zwar so lange, bis die eine Figur auf Garret steht und die andere Figur auf Punin steht. Kann man so lange verkleinern. Die Bildauflösung wird nicht so runtergesetzt. Das ist beim Map-Tool nämlich alles vektorisiert. Muss gerade mal schauen, ist das Punin? Die Karte nämlich mal. Nehme ich die beiden mal wieder weg. Size, wir machen den mal nur large und verschieben ihn einmal um. Ah, ein bisschen kleiner muss ich ihn noch machen. Bisschen kleiner noch.
Jetzt haben wir von Gareth aus einen Weg von. Na, jetzt ist zu wenig. Gut, reicht. Das sind die beiden Karten, das sind die wichtigen Karten. Einmal die Aventurienkarte und einmal die Punin-Karte. Und eine Punin-Karte wollen wir ja später spielen. Auf der wollen wir dann später Spaß haben. Das ist nämlich die eine Karte. Die weiße dient uns als Raster, daran orientieren wir uns und später wird dann die weiße gelöscht und wir spielen dann nur noch mit der farbigen. Und dann bringen wir die einfach mal so auf Deckung. Völlig egal, wo die liegen, aber die müssen einfach gleich groß sein. Das heißt, ich habe hier oben den Rand, ich habe hier unten den Rand und quasi könnte ich sie jetzt auch hier nochmal randen und da nochmal randen, aber das ist eigentlich egal. Weil wenn sie hier oben und da unten einmal auf Deckung sind, dann sind sie gleich. Gut. Ich glaube, die andere ist irgendwo anders abgeschnitten. Deswegen direkt auf der anderen Seite fällt da noch was. Oh, doch. Passt. Irgendwie passt das. Gut. Guten Abend, was nur 24%? Ja, wir haben noch nicht genug Karma gesammelt. Wir arbeiten uns langsam hoch. Wir haben angefangen bei, ich weiß nicht, 18 oder sowas. 18% Eskalation. Wirf die restlichen 76% plus 10 in den Extra. Das ist nett von dir, JD, danke. Gut, dann haben wir unsere beiden Karten geeicht und wir fangen an mit. Achso, komm, ja, wir können die ganzen Fluffbilder mal raufziehen. Dann gibt es nämlich auch schon was zu gucken. Und wir können den Boron-Templer, können wir uns mal überlegen, ob wir 1 zu 10 oder 1 zu 100 oder 1 zu 1, wo ist denn der? Hier ist er. Wir müssen auf den richtigen Layer gehen, das ist der Background-Layer, das ist richtig. Jetzt ziehen wir den großen Punin-Tempel einmal rein, den brauchen wir später. Können wir den hier nach oben ziehen, der muss nämlich nur groß sein, aber es ist egal, wo der liegt. Und jetzt gucken wir mal, wie viele Meter das hier sind. Viel zu viel. Aber wir können hier eine 1 zu 100, 1 zu 10. Ah, nee, Entschuldigung, das war doppelter Tempel. Den hier wollen wir markieren. Das ist immer noch die gute alte Map-Tool. Ja, natürlich ist das das gute alte Map-Tool. So, wir gehen hier mal nicht auf 1 zu 1, sondern wir gehen auf 1 zu 10. Das heißt, diese beiden Figuren hier, die haben jetzt einen Abstand von 700 Schritt und wir wollen jetzt das eine Ende von den 70 Schritt auf die andere, auf das andere Ende der 70 Schritt ziehen. Dann haben wir auch den Boron-Tempel gereicht. Mitte auf Mitte. Mitte auf, na, noch nicht ganz. Müsste ungefähr passen. Schauen wir mal nach. Ja, ganz grob. Ein bisschen größer muss ich noch machen. Einen kleinen Schluck gebe ich ihm noch. Zack, damit haben wir 700 Schritt. Damit ist unser Maßstab für den Boron-Tempel 1 zu 10. Das heißt, wenn ich mich hier mit meinem Token bewege, dann läuft Boltax hier. Ich muss gerade mal schauen, ob das wieder Sinn macht. Unser Boltax läuft hier nur 3 Meter, ne? Anstatt 37. Das ist ja gar nicht so viel. Schauen wir mal, wie groß die Betten sind. Das ist immer so. Wahrscheinlich werde ich den Maßstab wieder abschneiden. Das macht ja wieder vorne und hinten keinen Sinn. Aber doch, ist ganz gut. Doch, passt. So ein Bett ist ja normalerweise immer 2 Meter groß oder 2 Meter lang. Ganz grob. Also, das ist jetzt 1,80 oder 1,90 oder 2 Meter, ist das ja eigentlich egal, aber. So, dass man einfach drin liegen kann. Und das ist auch immer ein ganz guter Vergleich. Entweder man orientiert sich an Türen. Türen sind ganz, ganz grob, einen Meter breit. Oder wenn man ein Bett auf der Karte hat, Betten sollten 2 Meter lang sein. Und das passt ungefähr. Dann haben wir hier die große Boron-Statue. Statuette. Doch schon ist der Boron-Tempel geeicht.
müssen später dann mit den unsichtbaren Token arbeiten. Die hatte ich ja schon mal präsentiert, als ich das Special gemacht hatte. Warum wir mit unsichtbaren Token arbeiten, damit man die Häuser anklicken kann. Dann habe ich hier noch ein paar Fluffbilder von der alten Kaiserstadt. Die stammen aus dem PDF vom Herz des Reiches. Die sind eigentlich schwarz-weiß. Ich habe die mit Photoshop habe ich die mal ein bisschen farbig gemacht. Hier noch ein paar Zahori. Einfach alles so ein bisschen Stimmungselemente. Aktuell sind hier im Background-Ordner oder Background-Layer. Es ist aktuell alles noch im Background-Layer. Ihr solltet bei den Bildern, wenn ihr die reinzieht, solltet ihr nie mehr als 1000 Pixel hochladen. Also ich gucke gerade mal 900, 930. Das ist tatsächlich, das Bild ganz links ist tatsächlich 1300 Pixel lang. Aber es geht schon. Sind ja nicht so viele. Die schwarz-weiße Punin-Karte, die ich jetzt über der farbigen gelegt habe, die ist, wie gesagt, viel zu groß. Das sind 10.000 mal 6.000 Pixel, glaube ich. Das ist viel, viel zu viel. Das wird euch nicht ordentlich geladen. Das Problem hatte ich bei der Romulus-Karte, die war auch, ich glaube, 20.000 Pixel groß, die selbstgebaute Romulus-Karte. Musste ich in Stücke schneiden. Hatte man dann quadratische Stücke, die man dann zusammenstecken musste. Aber wie gesagt, die weiße Karte wollen wir also so oder so dann später abnehmen und dann nur noch mit der farbigen spielen. So, wir brauchen aber noch weitere Stimmungsbilder. Ich mache gerade mal in meinem Ordner, wo ich gerade drin bin, der Punin-Ordner, mache ich gerade mal einen Ordner mit Stimmungsbildern. Das sind dann mich, das weiß ich nämlich, dass ich die schon benutzt habe. Warte mal, wo ist denn das Zahori-Bild? Achso, das ist hier unter noch. Ich bin noch gar nicht fertig mit Anordnung. Und dann zieht man die einfach um die zentrale Karte herum. Na, das ist ja auch so ein bisschen zentral. Da kann man auch die Zahori. Ja, nee, hier. Das ist so ein Hochkant. Muss man sich mal überlegen, wo man die hinsetzt. Gerade mal wieder hier zurück auf den Platz. Passt. So, Zahori sind drauf. Kommen die Bilder nämlich auch weg. Dann habe ich hier noch zwei Stück. Guck mal hier, das ist so ein schöner Bohrenanker, der kann genau daneben liegen. Das ist dann thematisch. Auch wenn der Bohrenanker natürlich nicht direkt hier im Stadtmittelpunkt ist, aber was trotzdem zu bohren. Das ist aber nur ein Bild aus Almada. Verdeutlicht so einfach so ein bisschen die Siesta-Stunde. Almada natürlich sehr spanisch angehaucht. Wer hatte dieses Sotter ran gefotoshoppt? Also nicht von mir, aber wir hatten. Das einfach drauf gemalt? Ich weiß es nicht. Gut, Bohrenanger ist auch drauf. Ich habe hier noch so ein Bild von einem Schmied, weiß und schwarz. Ich finde das aber nicht ganz so gelungen. Lasse ich mal weg. Schlund brauche ich gerade aktuell auch nicht. Könnte noch ein Drakoniter drauf tun. Drakoniter haben ja auch eine Sitzung in Punin, Niederlassung. Ich nehme noch ein Glossar der almadanischen Begriffe. Das ist aber eher für mich als Spielleiter. Da kann ich immer so raufgucken und... achso, hier können wir mal Aussprache. S-Laute werden meist scharf ausgesprochen wie ein Biss. Das betrifft auch ein C vor helle Vokalen. E, I unter die dunklen hingegen wird es wie K ausgesprochen. Also Gracioso oder Campania. Doppel-L wird zu J, also Caballero oder Camarilla. Die Aussprache des Q ist ein uneinheitlich. Man hört das oft als K oder als Q. Jakir oder Jakir. Okay, gut. Und was wir machen ist, dass wir das nicht visible to players machen.
Das ist wie gesagt nur ein kleines Ding für mich. Ich nehme euch gerade nochmal die PDF weg. PDF blenden wir gleich nochmal ein, wenn wir sie brauchen. Genau, Glossar der almadanischen Begriffe ist eher für mich nicht visible to player, weil dann kann ich so ein bisschen Flair reinbringen, wenn man so aus Spanisch spricht. Achso, Tipp von mir nochmal, wenn ihr irgendwie Akzente machen wollt oder so ein Blödsinn und ihr seid nicht ganz sicher, wie man Akzente darstellt, einfach mal den Google Translator von, ja, einfach von Google, genau, danke für das Gespräch, Google Translator von Google aufmachen. Gebt einfach ein Deutsch-Englisch, beziehungsweise irgendwie eine andere Sprache, weil man kann sich da auch durchklicken. Und dann sagt man Deutsch-Spanisch. Beispielsweise kann man sich ja durchklicken und dann gibt man einfach sowas ein wie, gib einen Text ein, guten Tag meine Damen und Herren. Der übersetzt das Ganze dann automatisch, auch wenn man kein Spanisch spricht oder Französisch oder Italienisch. Und das wird dann natürlich auf der anderen Karte angezeigt, auf der anderen Seite vom Google Translate angezeigt. Und da steht dann einfach, Buenos dias, mis damas y caballeros. Und wenn man das einmal so laut ausgesprochen hat, also eigentlich mache ich immer eine Begrüßung, also guten Tag meine Damen und Herren, oder so nochmal sowas hinter, wie geht es euch heute? Das kann man, wenn man sehr schnell tippen kann mit 10 Fingern, im Prinzip kann man auch alles, was man sich überlegt als Spielleiter oder Spielleitung, wir wollen ja hier genderneutral bleiben, kann man auch nochmal so reinhacken, beispielsweise, wie geht... Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Katze und Wolf folgt der Herre. Heute. Hallo Katze und Wolf, schön, dass ihr hier seid. Ich weiß nicht, wer von euch, aber einer von euch beiden oder beide. Schön, dass ihr hier seid. Mehr Liebe für MapTool. Ich würde mich freuen, wenn ihr das vielleicht auch mal benutzen könntet. Kann man auch gut kombinieren mit... Das wäre ja gut, wenn man mit Roll20 spielt, vielleicht nicht, aber wenn man mit Hangouts oder sowas spielt, kann man ja auch... das macht ja Alex. Alex von DN Dienstag, der macht das ja auch. Der spielt, glaube ich, mit Roll20. Hier schreibt der Hotney. Ja, hallo Hotney. Da kann man ja im Prinzip... Ich muss gerade mal auf MapTool wechseln. Genau, hier, das siehst du ja. Also hier dann nicht Map-Tool-Fenster hinmachen, sondern da kannst du dann die Gesichter hinmachen, so ein klein. Würde ich zumindest ganz geil finden. Wenn ich mit Gesichtern spielen würde, dann würde ich irgendwo hier den Stream mit Map-Tool dann beenden. Und dann würde ich hier am Rand, so wie Alex das gemacht hat, die ganzen Gesichter dann untereinander aufreihen, in etwas kleiner. Aber das wäre dann so meine Idee. Ich glaube, die Amerikaner machen das auch alle. Ich finde das ganz geschickt. Müsste man sich bei Alex nochmal ansehen, aber genauso hätte ich das dann gemacht. Wir haben unsere Abyss-Labyrinth-Runde. Ja, okay, cool. Ach stimmt, ich hatte euch, glaube ich, das schon erklärt, ne? Ich weiß nicht genau, ich glaube bei... Ja doch, bei Discord, im privaten Chat, hattet ihr mal gefragt. Sehr sparsam. Ich erinnere mich, ja, ich erinnere mich. Ich finde es einfach extrem schön, wenn man dann, weiß ich nicht, entweder man benutzt es dann für Karten oder auch, wenn man keine Karte hat, kann man ja auch nur so Fluffbilder raufziehen, so Immersionsbilder, egal was es ist. Und wenn dann irgendwie ein Kampf ausbricht, kann man ja auch extrem schnell dann sich selbst irgendwie was malen, indem man dann irgendwie so ein Kampfbrett sich aufzeichnet. Zack, dann steht hier noch ein Haus und da steht noch ein Haus und hier ist noch eine Gasse oder sowas. Und dann ist da noch irgendwo ein kleiner Brunnen oder so. Zack. Und dann kann man ja extrem schnell, kann man dann ja irgendwie Kämpfe mit Umgebungen simulieren. Dann weiß irgendwie jeder, hier ist der Brunnen und hier ist ein Haus. Und dann kann man hier irgendwie in das Fenster reinspringen oder die Türen eintreten. Finde ich immer super. Also wenn man irgendwie kämpfen wollen würde... Oder für Fluffbilder, wie gesagt. Leider hat bei MapTool Yamera irgendwie alles gespeichert. Kampagnen mit anderen Brüche. Ja, das war wirklich... Also ich hatte das Problem auch schon, dass ich meine Kampagne mal überspeichert hatte. Da muss man sehr, sehr aufpassen, wie man da arbeitet. Ich hatte mir auch schon alte Sachen überschrieben. So, ich gucke gerade mal. Das sind 12.000 Pixel. Das kann ich auch noch aufziehen. Das ist eine unglaublich schöne Karte von Punin. Die habe ich jetzt eingescannt aus meinem G7-Buch. Das erzeugt so richtig schön viel,
Immersion, finde ich. Mit dem Tempel des Schweigens hier und dem großen Platz. Davor ist der Zartempel. Haben wir hier die Akademie. Ich glaube, das ist der Hesinde-Tempel. Müsste ich mir nochmal angucken. Ich habe, wie gesagt, noch keine Ahnung von Punin. Gucken wir uns gleich alles an. Aber dieses Bild ist echt, das ist echt richtig gut. So, dann haben wir das Bild auch schon mal. Das kann dann auch in die Stimmungsbilder kopiert werden. Hier ist noch ein anderes Bild. Ich weiß nicht, wo das ist. Das ist, glaube ich, aus dem Mondenkaiser. Ich wusste nicht, dass... ich glaube, das ist Fanmade. Bin mir nicht ganz sicher, ob das offiziell ist. Damals beim Mondenkaiser gab es noch keine richtigen farbigen Bilder. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Katze-Yamera folgt der Ehre. Ja, willkommen, da ist der Anhang. Sehr schön. Also Anhang, du bist... Hotney ist natürlich dein Anhang, so rum. Eher so rum. Gut, dann haben wir hier noch ein hübsches Punin-Bild, das kann auch weg. Ich habe hier noch eine andere, die ist... Die werde ich wahrscheinlich als Token benutzen. Tokenbau machen wir später auch noch. Das ist ein PNG-Image. Ich muss gerade mal schauen, ob das schon mit Transparenz arbeitet. Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Nee, genau, eher nicht. Das ist noch weiß. Hallo, wir sind von niemandem anderen. Ich entschuldige mich. Euch gibt es nur einen Doppelbug? Ist das besser? Beide gleichberechtigt? So, dann muss ich gerade mal Photoshop öffnen. Und dann wollen wir mal dem Punin-Schlüssel auf grün, wollen wir mal so ein bisschen Transparenz vergeben. Ich weiß gar nicht, ist das nee, ist so ein JPEG. Ist auch ein ganz schön, ganz hübsches Bild. Müsste man sich mal in der Punin-Wiki angucken. Es gibt ja für die ganzen Briefspieler, gibt es ja eigene Wikipedias. Da kann man sich solche Dateien dann auch mal richtig gut rausziehen. Die Briefspieler sind da ja auch immer sehr erfreut. Ach komm schon, warum krieg ich dich nicht kopiert? Jetzt. Die Briefspieler sind ja auch mal sehr erfreut, wenn man sie, die Wikipedias, die sie benutzen oder die sie aufgesetzt haben, dann mal verwendet. Punin-Schlüssel. Ich bin schon wieder weg, die Premiere unserer Wechselballrunde beim Inkling läuft gerade auf YouTube. Ja, dann wünsche ich viel Spaß. Schaut bei Katze und Wolf rein. Ich weiß nicht, könnt ihr Links posten? Versucht's mal. Können wir euren Link zu eurem YouTube-Kanal posten, wenn noch nicht geschehen. Sollen die anderen gerne auch mal abonnieren. So, jetzt haben wir den Punin-Schlüssel nämlich auch freigestellt. Finde ich hübsch. Hübsch, ja. Mal sehen, wo wir den tun. Und dann haben wir hier unsere unsichtbaren Token im Object Layer. Könnt ihr hier sehen, ist alles unsichtbar, kann man nichts erkennen. Und den werden wir jetzt hier auf die weiße Karte ziehen. Ich überlege gerade, macht es Sinn, die einzelnen Gebäude anzuklicken? Ich glaube, jetzt hier beim Tempelhof lasse ich das mal sein. Theaterviertel. Ich glaube, ich werde die einzelnen Stadtteile anklickbar machen. Und nicht die einzelnen Gebäude, das wird sonst sehr, sehr viel. Das habe ich damals bei der Havena-Karte, habe ich jedes einzelne Gebäude aufgesetzt. Ich glaube, das lohnt sich hier gerade nicht. Wir können das natürlich auch mal richtig machen. Aber wir wollen ja auch keine große Stadtkampagne in Punin spielen. Bei Gareth habe ich das auch schon gemacht. Dann mache ich das aber nur für die Stadtviertel. Gut, dann haben wir das unsichtbare Token einmal umbenannt. Und zwar in Tempelhof. Denn das ist Tempelhof. Dann haben wir hier oben noch Ingwacht. Können auch so ein bisschen drehen. Ich mache das erstmal ein bisschen größer. Dann drehe ich es und setze es dann hier so rein. Irgendwie so passt das. Und das ist dann nicht mehr Tempelhof 2, sondern das ist Ingwacht. Zack. Ist natürlich jetzt schon anklickbar, aber da stehen auch keine Informationen drin. Also wenn ihr ganz unten links mal schaut,
Hier, ganz unten links, da wird ja gesagt Ingwacht, aber noch ohne Infos. Also da ist einfach nur ein Minus drin. Und das füllen wir dann gleich auf. Also, was heißt gleich? Ich mache jetzt mal die ganzen unsichtbaren Tokens fertig. Dann wir Jaquirhafen. Auch wenn es drauf steht, aber das spielt ja später, steht das auf der richtigen Karte nicht drauf. Jaquirhafen. Das können wir dann erkennen. Ich mache das gerade nochmal ein bisschen kleiner. Ich setze noch einen zweiten Hafen hier ein, und zwar hier hin. Dann kann man erkennen, dass das eigentlich zwei Tokens sind. Und damit kann ich dann eben so einen Rand ziehen, damit wir uns dann hier nicht in das Theaterviertel reinschneiden. Kann natürlich auch beliebig viele machen. Kann natürlich auch beliebig drehen. Ich glaube, einen lasse ich hier. Und dann tue ich hier auch nochmal einen zweiten rein. Zack, haben wir nämlich auch für Tempelwacht. Oder nee, für das Theaterviertel habe ich dann hier auch zwei Token. Muss ich natürlich noch umbenennen. Theaterhof. Nee, Theaterviertel. Konzentrier dich, Frosty. Ja, C-Steuerung V. Und schon sind unsere Stadtviertel anklickbar. Das heißt, wenn wir dann später nicht im Object Layer herumwuseln, sondern im Token Layer, kann man das auch nicht mehr sehen, dann verändert sich aber der Mauszeiger. Könnt ihr hier sehen, wenn man auf das unsichtbare Layer drauf hovert, dass man dann den Jaquir-Hafen anklicken kann. Man kann natürlich jetzt auch den ganzen Jaquir anklickbar machen und auch Palangana machen wir auch noch später. Aber je nachdem, wie groß oder wie klein man das machen will, ich gucke gerade mal, ich kann euch das auch mal demonstrieren. Nochmal auf im Herz des Reiches steht ja auch drin, was das hier für ein Gebäude ist. Dann können wir dieses einzelne Gebäude können wir auch so klein halten. Und dann können wir sagen, was das für ein Gebäude unter Punin ist. Das ist natürlich dann sehr, sehr kleinteilige Arbeit. Habe ich damals, wie gesagt, für Garrett gemacht. Aber jetzt im Rahmen dieses Stadtbaus lasse ich das einfach mal unter Punin. Machen wir zwei Tokens draus. Eine lange und eine schmale. Und schon können wir unter Punin anklicken. So, dann kommt Sereno. Sereno. Ihr müsst darauf achten, damit das überhaupt anklickbar ist, wenn ihr mal einen Doppelklick auf so einen Token drauf macht, dass in den Nodes muss mindestens ein Minus oder sowas stehen. Also ein Leerzeichen reicht, glaube ich, nicht. Es muss irgendwas muss drinstehen. Ihr könnt auch eine 1 reinschreiben. Aber irgendwas muss drin sein. Wenn da nichts drin ist, dann kann man es nicht anklicken. Was auch geht, ihr könnt auch die Tokens, könnt ihr natürlich mit Bildern versehen. Ich ziehe jetzt gerade mal spaßeshalber in Tempelhof, ziehe ich jetzt einfach mal spaßeshalber meine Schlüssel rein. Das könnt ihr dann nämlich auch unten erkennen. Hier. Da ist das Minus. Ich kann gerade nicht runterhauen. Tempelhof ist die Beschreibung von dem unsichtbaren Token. Das Minus ist dann, wie gesagt, die Beschreibung. Die fügen wir gleich noch ein. Und das Bild, also der Schlüssel, das ist dann das, was ich gerade reingezogen habe. Da kann man natürlich dann auch nicht nur den Schlüssel reintun, sondern meinetwegen auch das Bild hier von dieser Ansicht. Das geht auch. Palangana. Überlege gerade, warum hast du denn. Ach so, Palangana geht. Hier fängt Palangana an und ich glaube, dieses Ding hier. Ist dann hier hinten noch. Also der Jagdfluss fließt natürlich hier noch weiter. Kann man hier unten sehen. Und dieses Stück hier von der Karte, das soll eigentlich hier hinten ran. Gut zu wissen.
Das gleiche gilt dann auch für die alte Abtei und Schloss Jagdwehrfeste. Ich weiß nicht genau, ob das dann hier oben liegt oder dann hier hinten oder hier oben. Keine Ahnung, wo das liegt, aber zumindest nicht da. Goldacker. Da wohnt Alara Padigan und Selindian Hahl. Das ist so ein bisschen das Goldacker, das das Palastviertel. Tiefenborn. Tiefenborn. Steuerung C, Steuerung V. So sieht unser. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Morkrake folgte die Ehre. Hallo Morkrake, willkommen. Schön, dass du hier bist. Ich habe mich erschrocken. Hallo Binny, willkommen, dass du da bist. Kurz einen Schluck getrunken. So, weiter geht's. Eben bei Katze und Wolf habe ich mich gar nicht so erschrocken, aber bei Morkrake habe ich nicht damit gerechnet. Ober. Da stehen doch, da stehen noch ein paar Häuser. Ja, doch. Gut. Ich glaube, damit haben wir es fast, ne? Ich glaube, dann können wir mal. Ich werde das noch nicht löschen, aber ich werde es mal beiseite legen. Müssen wir noch einmal kontrollieren, ob das alles so seine Richtigkeit hat, ganz grob. Richtig. Tonin sieht gut aus. Tiefenbrunn sieht gut aus. Tempelhof, ich gebe den allen. Ich gebe den allen nochmal ein Stück nach oben. Kann man hier zum Beispiel auch erkennen. Hier ist die Stadtmauer. Hier sind meine Token. Ob hier sieht man das auch, ja. Ich gebe den allen nochmal einen Schluck. Gefällt mir jetzt ein bisschen besser. Ja, so nehme ich das. Langana will ich ein bisschen kleiner ziehen. Hier hinten ist Sereno. Das ist Palangana. Das haben wir hier unten aber auch noch. Das wird natürlich auch nochmal klickbar gemacht. Nochmal die beiden Schlüssel. Ich gucke gerade mal, was ist mit dem Schlüssel hier. Lassen wir den hier oben? Ich glaube, den lassen wir da. So ein bisschen als Stempel. Lassen wir mal einen Stempel hier oben drauf. Ziehe gerade nochmal die anderen Bilder weiter ran. Damit, oh, das sieht doch eigentlich sieht das doch schon ganz schick aus, oder? Moin, welche Software benutzt du denn gerade? Das ist MapTool, genau, wie Benny gerade schreibt. MapTool in beliebiger Version eigentlich. Die aktuellste Version ist, glaube ich, 1.5.0, 1.5 irgendwas. Ich muss gerade mal schauen. Unter rptools.net. Schau mal unter rptools.net. Ich gucke gerade selber drauf. Ob der Link funktioniert? Ja, funktioniert. 1.5.6 ist das aktuellste. Das ist, also ich habe nicht die aktuellste, aber das ist eigentlich ist es komplett relevant. Also kannst dann mit den Sachen auch noch Musik abspielen später. Mich interessiert das aber nicht, weil ich die Musik später dann einbinde. Und was wir jetzt gerade gemacht haben, nochmal von Anfang, für die neu dazugekommenen. Wir haben geeicht die Karte, und zwar wir haben diese Karte hier geeicht. Das sind 290 Meilen von Gareth bis nach Punin. Das ist geeicht. Dann ist, ich muss gerade mal schauen, dieser Tempel ist. Eigentlich sollte er 70 Meter breit sein. So, die Punin-Karte ist auch geeicht. Das heißt, wenn ich hier mich auf dieser Karte bewege,
Ich laufe jetzt hier von dieser Brücke, hier an diese Brücke, dann laufe ich hier auf den. Ach, ich bin hier oben. Ich laufe hier über diese Brücke, auf diesen Tempel, auf diesen Tempelplatz, dann laufe ich hier an dieser Straße entlang, drehe hier einmal eine Runde um die Stadtmauer und laufe dann den Tempelberg hoch zu Silindianhal. Ja, kannst du hier sehen? Meine Strecke wird in Blau gerade angezeigt. Und wenn ich loslassen würde, dann habe ich mich dahin bewegt. Und er sagt mir gerade, dass ich, wenn ich mich so weit bewegen würde, dann wären das 1230 Meter. Das ist tatsächlich dann eben auch die richtige Entfernung. Ich finde die Stadt ein bisschen klein. Aber ich habe das nicht zu entscheiden. Das war früher Ulysses. Beziehungsweise Schmidtspiele. Wer auch immer dann damals. Die Stadt. Ja, was heißt Schmidtspiele? Das war ja auch nie Herausgeber. Also Ulrich Kieso und Konsorten. Die haben das dann mit der Putin-Karte gemacht. Und wir haben zusätzlich die Karte vom Boron-Tempel gereicht. Also, das haben wir gemacht. Das waren 1 zu 10, beziehungsweise 10 zu 1. Das heißt, wenn wir uns hier im Tempel bewegen, dann sind das keine 200 oder 300 Meter, sondern das sind 30 Meter. Also, auch das haben wir gemacht. Und damit kann man dann Kämpfe ganz, ganz lustig darstellen. Also, im Puning-Tempel wird das nicht zu Kämpfen kommen, aber. Falls man sowas mal bräuchte, ich finde das mal ganz schön, dass man das so als Orientierung hat. Gut. Haben wir noch eine Boron-Datei? Brauchen wir, glaube ich, nicht. Draconita, bla bla. Reichstadt Punin, bla bla. Ah, das ist noch gut. Das brauchen wir. Die Datei ist 1600 Euro, ist auch groß. Ich glaube, ich kann die Schwarz-Weiß-Datei kann ich ja mal löschen. Wir haben ja noch einen Stammbaum. Der wird für uns nochmal wichtig werden. Weil wir gerade ja das Feuer spielen. Können sich auch nochmal dran orientieren. So dass man nicht irgendwie blättern muss, sondern dass man alles, was man braucht, vor sich liegen hat. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab! Moorkrake hat Ehre. Oh, Kragadera. Ja, willkommen. Danke nicht nur für den Follow, sondern auch für dein Abonnement. Sehr ehrenhaft von dir. Woher kommt der? Der Stammbaum, auch Herz des Reiches. Lass mich mal kurz PDF einblenden. Ich glaube, unten rechts in der Ecke ist jetzt PDF. Das ist jetzt Herz des Reiches. Hier sind die ganzen Punin-Infos, die wir gleich uns später noch brauchen, damit wir unsere Tokens auch ordentlich beschriften. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab! Banix 934 Justris subscribed vor 7 Months. Danke, Benny. Auch sehr ehrenhaft von dir. 7 Monate, ich glaube sogar in Folge, wenn ich dann mal irgendwann on bin. Sehr nett. Schmeißt mir die Barren raus. So, ich muss gerade mal überlegen. Mysteria et Arcana. Irgendwo ganz hinten ist dann der. Da. Auf Seite 216 von der PDF Herz des Reiches, da ist der Stammbaum. Ich habe die PDF, beziehungsweise ich habe die ganz klein eingeblendet, damit Ulysses kein Herzkasper bekommt, weil ich hier irgendwie PDFs dann euch irgendwie zur Verfügung stelle. Mache ich ja nicht. Aber damit ihr grob wisst, was ich gerade tue, weil ich später dann was rauskopiere, um die Tokens zu beschriften, habe ich mir einfach mal gedacht, ich kann euch den Kladderadatsch, die aktuelle Seite, die ich gerade offen habe, kann ich euch mal einblenden. Beziehungsweise auch ausblenden. Also das ist hier der Stammbaum, da habe ich ihn her und ich habe den einmal gedreht, weil ungedreht bringt er uns nichts. Und dann habe ich die letzten Kaiser habe ich farbig gemacht, das ist unter anderem Reto Pal. Alara ist natürlich keine richtige Kaiserin, aber irgendwie hat sie mitregiert. Bardo und Shella sind natürlich auch markiert. Bei Bardo weiß man leider nie genau, wann er gestorben ist. Das ist ein bisschen merkwürdig. Brin ist natürlich auch schon bei uns tot. Ema ist mittlerweile tot. Steht hier sogar drin, 1027.
Und was für uns dann wichtig ist, ist die Stammbaumfolge, wer eventuell sowas wie ein Anrecht auf den Thron haben könnte. Normalerweise ja Rohaya. Dann haben wir noch Hippolyta, die ist allerdings als Magierin und Thronräuberin in Anführungsstrichen, die hat ja ein bisschen geputscht. Sie verbannt, wird gerade von Naema ausgebildet. Und wir haben Selindian Hal, der 3 Jahre jünger ist. Ihn sehen hier, ganz süß. Selindian Hal ist mit dabei. Rondrigan Padigan sitzt hier auch schon. Das ist ein kleiner Spoiler, den habe ich hier mal entfernt. Da sollte sich eigentlich noch so ein Ast zu Rohaya rüberschwenken, weil die verheiratet sind. Aber ich habe das mal entfernt, weil das bei uns noch nicht der Fall ist. Kann man hier noch sehen, wie hier ehemals dieser Ast rüber gewachsen ist. Genau, Rondrigan Padigan ist selber kein Kaiser, hat auch keinen Anspruch, aber er ist halt verheiratet mit Rohaya, deswegen ist er hier oben. Müsste man sich jetzt mal überlegen, inwiefern Rohaya und Rondrigan verwandt sind miteinander. Weil Alara ist ja die Oma von Rohaya. Und Rondrigan und Alara, das ist ja auch irgendwie nicht die Oma, sondern die Großtante. Nicht die Tante, sondern die Großtante. Genau, kann man hier an dem Stammbaum dann erkennen. Genau, Rito ist tot, Hal ist weg, Alara hat keinen Anspruch, die ist einfach nur da. Cella und Bardo sind tot, Emer und Brin sind tot und jetzt musste man diskutieren, wer jetzt den Thron erben kann. Answin ist auch irgendwie verwandt mit dem Haus, der hat auch wohl irgendwie ein Anrecht, man weiß ja nicht genau warum oder wieso. Lechtan von Gareth, das ist ein Baron, der sitzt irgendwo in den Nordmarken. Lechtan von Gareth, das sollte er wohl auch irgendwie ein Anrecht haben. Und Darion von Gareth. Ach nee, das ist der Baron, ne? Das sind beides Barone. Kümmert keinen. Irgendwie ein Spross von Bardo. Wusste gar nicht, dass Bardo auch Kinder hat, aber. Ja, wird später relevant. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ich habe es einfach mal reingezogen. Fand ich ganz nett. Damit haben wir doch schon mal ein paar Infos. Eine hübsche Karte, auf die wir zurückgreifen können morgen. Das wird tatsächlich morgen wichtig werden. Wir haben auf die Uhr 19:53 Uhr. Brauche ich irgendwas? Ich muss überlegen, Herz des Reiches. Ich mache mal wieder die PDF offen. So, Ingwacht. Politiker, Kultur. Wo ist denn Ingwacht? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Boni. Überhaupt nicht. Aber wir können hier eben an diesen Tokens dann auch kennen. Hier so Rotiefenbrunn, Tempelhof. Hier ist Ingwacht. Da sitzen, glaube ich, die Schmiede, ne? Ich zoome hier mal ein bisschen ran. Ingwacht. Genau, die beschriebenen Gebäude sind auf der Stadtplan mit den Kartentaschen und Buchstaben O, V, W, X, Y markiert. Hinter jedem Gebäudenamen stehen Planquadrat und das Symbol. Was ich jetzt hier an dieser Stelle machen werde, weil ich hatte ja euch schon am Anfang gesagt, dass ich nicht jedes einzelne Gebäude aktiviert habe. Ich werde nur den oberen Teil nehmen. Das ist dieser hier, der uns dann Ingwacht beschreibt. Der Reisende, der Punien von Nordosten erreicht, blickt zunächst auf ein Häusermeer rotbrauner und rostfarbener Dächer Ingwacht, das immerzu geschäftige Viertel der Handwerker. Enge Gassen, an denen sich Werkstatt an Werkstatt reiht, prägen hier abseits der Plätze und der Straßen das Bild. Dazwischen befinden sich immer wieder Garküchen und Weinschenken, sodass die Luft stets von angenehmen Gerüchen erfüllt ist. So, diesen kleinen fluffigen Text, der reicht uns quasi schon. Den schreiben wir jetzt in die Notes von Ingwacht. Und das habe ich jetzt hier einmal gemacht. Mal gucken. Klick, klick. Also einmal hier erkennen und hier. Auf der PDF. Das heißt, wenn ich als Spielleiter nicht weiß, was in diesem Viertel los ist, kann ich einfach auf diesen Token klicken und bekomme diese Informationen, die kann ich einfach so vorlesen und sofort, das ist ein stimmungsvolles Bild. Und in die GM-Notes kann ich jetzt auch noch schreiben, auf welcher Seite im Herz des Reiches das ist. 151.
GM Notes, Seite 151 im Herz des Reiches. Sprich, wenn ich komplett verloren bin und nicht weiß, was da ist, einfach draufklicken, Infos saugen. Könnt ihr sogar hier unten erkennen. Genau. Ich überlege gerade, könnte man jetzt tatsächlich nochmal das Bild nehmen, was ich eigentlich nicht mit einbinden wollte. Ich mache das jetzt trotzdem mal. Und zwar aber Config, Portraits. Portraits. Okay, Token, zack, Klick, Bild. Das ist das Schwarz-Weiß-Bild, was ich eigentlich nicht einbilden wollte. Jetzt tue ich es trotzdem. Und das zeigt einfach also dieses, das kann man schauen. Dieses Bild hier. Ah, wie gut ist das denn? Frosty ist vorbereitet. Das Bild könnt ihr natürlich dann auch die Spieler sehen. Und könnt das euch auch selber durchlesen. Und ja. Das heißt, man würfelt einfach eine Gassenkundeprobe. Und der Spieler, der kann dann eben auch noch weiter irgendwelche nützlichen Dinge dann droppen. Beispielsweise, wenn dann der Gassenkunde-Wurf geklappt hat, dann kann man eben auch die Kaiser-Raul-Brücke beschreiben. Den Eisenmarkt, den Ingrim-Tempel. Achso, hier, gut, dass ich es. Ah, ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Schade, dass es nicht Karten derartig vorbereitet zur Verfügung stellt. Andererseits findet man, wenn man natürlich jede Menge cooler Plothooks etc., wenn man Infos zu allen Örtlichkeiten aus den jeweiligen Hilfe selber auf die Karte überträgt. Ja, ist natürlich die Frage, wenn du, also erstmal schön, dass du hier bist, ein freier Nick. Wie willst du solche Informationen an den Spieltisch übertragen? Das ist, gut, du könntest natürlich ein Online-Spiel, das wäre eine gute Idee. Ach komm, was kann man denn sogar mal, was kann man denn mal vorschlagen? Also, wenn, würde ich das sogar selber machen? Ja, doch, wenn die mir das bezahlen. Du musst das ja gar nicht mal als Map-Tool-Produkt machen, aber du kannst ja auch dieses Wiki Aventurica, nicht, wie heißt denn das, der Globus. Du kannst so eine Sachen, kannst du ja auch online zur Verfügung stellen. Ich meine, die haben ja schon dieses Regel-Wiki. Und da kann man die ganzen Regeln nachlesen, aber wenn man dann eine richtig geile Karte hat, also wir haben jetzt, ich muss mal gerade gucken, Havena-Karte, habe ich die hier drin? Nee, ich habe die Havena-Karte in einem anderen Projekt drin. Aber wenn man die PDF gekauft hat, nehmen wir an, du kaufst die PDF, dann bekommst du Zugang bei der PDF zu einer Seite, wo du den Stadtplan anklicken kannst. Leere Globus, genau, danke. Ich glaube, das also, wenn man wollte, könnte man sowas machen. Und das musst du dann auch nicht mit einer herunterladbaren Datei machen, sondern das kannst du auch alles online lassen mit irgendwie Zugang. Oder du kannst es dir eigentlich, weiß ich nicht, für 1 Euro schaltest du das irgendwie pro Monat frei. License Key in der PDF eingebunden, dann Portal. Ja, genau sowas. Also ohne Witz, das wäre eine richtig gute Idee. Ein freier Nick, du solltest dir diese Idee patentieren lassen. Kein Scheiß. Die ist richtig gut. Also, willst du eine E-Mail schreiben oder soll ich Ulysses selber mal anhauen? Ich werde die nächste Woche bin ich auf der Spiel. Da kann ich dann mit, ich weiß gar nicht, wer alles da ist. Also es gibt eine große DSA-Party. Ich werd die Idee mal droppen, aber du kannst natürlich auch selber eine E-Mail schreiben. Ich werde natürlich sagen, dass die Idee von dir kommt. Ich finde das eine richtig gute Idee und ich weiß nicht, ob du da einen Euro für verlangst oder Peng. Kannst du ja auch irgendwie pro Monat verlangen oder einmalig, was auch immer man dafür für Ideen sich dann nimmt, aber die Idee ist richtig nice. Müsste man natürlich dann irgendwie so ein Medium dann am Spieltisch benutzen. Reicht natürlich nicht, wenn du so eine ausgedruckte Karte hast, da kannst du nichts anklicken. Aber wenn man online spielt, nice Sache. Genau, so hier, Eisenmarkt. Achso, das wollte ich gerade noch tun, bevor ich den Kommentar vorgelesen habe. Ich ziehe gerade mal Hauptgötter-Token. Ich muss gerade mal alle Token auf die Karte ziehen. Den Göttern. Das sind eigentlich keine Token, sondern das sind Objekte, aber das kann ich gleich noch ändern. Es ist natürlich von außen nicht immer ersichtlich, welches Gebäude das gerade ist. Beispielsweise, du gehst in eine Apotheke. Gut, klar, Apotheke hat normalerweise so ein Schild draußen, aber
Zumindest nicht aus weiter Entfernung ist sowas zu erkennen. Bei Tempeln sieht das anders aus. Tempel sind natürlich von außen sofort für jedermann zu erkennen. Deswegen muss man kein Gassenwissen oder so ein Blödsinn haben, sondern man kann da direkt Göttertoken für die Spieler auf die Karte ziehen, damit die sich orientieren können. Meinetwegen, irgendjemand sagt, ich möchte unbedingt in den Ingrim-Tempel. Dann müssen die nicht erst fragen, hey, hier Frosty, wo ist denn dieser Ingrim-Tempel? Sondern ich sage einfach, der Ingrim-Tempel ist hier oder so. Gucke ich gerade mal nach. Die weiße Karte ja schon gelöscht. Aber irgendwo in diesem Viertel befindet sich das. Kann man das hier irgendwo erkennen? Das könnte der Ingrim-Tempel sein, oder? Das kann ich mal überlegen. Ich mache den anderen nochmal ein bisschen kleiner. Ich ziehe den einfach mal daran. Effa-Tempel ist sicherlich am Hafen irgendwo. Wo ist denn Boron? Hier. Das ist natürlich auch ziemlich Captain Obvious, ne? Das ist richtig Captain Obvious. Ich weiß, dass der Zar-Tempel direkt gegenüber ist. Wo ist denn Zar? Bin ich dumm? Und den Zartempel könnte man natürlich, wenn das jetzt ein Objekt ist, kann man den Zartempel auch nochmal eigens beschriften. Das werde ich hier gerade mal für den Ingrim-Tempel, werde ich das tatsächlich mal machen. Wir haben das hier gerade in einem Haufen. Kann ich den ganzen Blödsinn mich auch vorlesen? Der Ostrand des Eisenmarktes, dem sich links nicht nur Eisenwaren erstehen lassen, wird vom mächtigen, säulenreichen Fassade des Ingrim-Tempels beherrscht. Das ist nämlich das, was ich meine. Mächtiger und säulenreiche Fassade vom Ingrim-Tempel. Den erkennt man einfach. Von dessen Friesen zunfteilige mahnend auf die Handelstreiber herabblicken. Der über 1300 Jahre alte Tempel im altgüldenlinschen Stil wird traditionell von einem Zwerg geleitet, derzeit hochwürden Bultrax, Sohn des Bulgrosch. Dennoch sind hier während der Andachten Angroschim einträchtig neben menschlichen Gläubigen anzutreffen. Genau diese kleine Information schreibe ich jetzt in den Token vom Ingrim. Und dann werde ich den verwandeln in einen Zustand. Change to Object. Kann ich ihn auch anklicken? Ist das der Eisenmarkt? Was ist das hier oben? Genau, dann haben wir oben haben wir noch das Gerätertor mit der trotzigen Zollstation. Das ist das hier. Blablabla. Kartenmaterial. Gerade mal nebenbei auf der Städtekarte die weiße. Puni. Wo ist denn der Eisenmarkt? V, O und W. Moment. V ist der Eisenmarkt. O. Ach, das ist der hier. Okay. Dieser hier. Das ist der Ingrim-Tempel. Zack. Schon ist Punin direkt ein bisschen besser beschrieben. Das heißt, wenn man auch gerade von der Brücke runterkommt, sieht man den einfach direkt. So, dann haben wir noch die Hofreitschule, St. Gilborn, bla bla. Das wollen wir alles nicht mit einbinden. Das sind dann alles Informationen, die ich dann durchlese, wenn ich brauche. Wenn die Helden also was Spezielles suchen. Haben die Gassen Ingwachts mit ihren heiteren und emsigen Treiben noch den Charakter von außen verlegten Wohn- und Arbeitsstuben, so herstellen im Stadt. Zwischen Basar und Hafen eindeutig der Handel vor. Die Straßen sind gesäumt von Spielbuden, Kleinkrämern, Bettlerinnen und gestrandeten Glücksrittern, die noch immer auf Vexens Beistand hoffen. Ringsum findet man Jakja-Hafen, mehrstöckige Kontore, Speicherhäuser mit Kränen und den weit hervorgehangenen Dachfürsten. Haben wir auch gleich einen sehr fluffigen Einstiegstext für den Jakja-Hafen. Dann gucken wir uns gerade nochmal an, wo der Tempel liegt. Tempel X. Der ist aber klein. Wie lange dauert das durchschnittlich für dich, so eine Karte zu bauen? Gute Frage. Ich hatte ja mal Festum. Festum hatte ich ja mal gebaut, von vorne bis hinten. Achso, ich kann das nicht anklicken, weil es ein Token ist. Ich wollte gerade so weit suchen.
Festum hatte ich gebaut. Ich glaube, das waren 1,5 Stunden. 1,5 Stunden. Aber ich habe ansonsten auch, ich kann sehr, sehr befreit in den Spielabend reingehen. Ich muss nichts weiter vorbereiten. Kurz zur Orientierung. Das hier ist der Elfertempel. Der ist winzig. Machen wir auch wieder anklickbar. Könnt ihr, wie gesagt, mal ganz, könnt ihr gerade sehen, was ich in der PDF mache. Ich mache da einfach nur Steuerung C, Steuerung V. Mehr mache ich da nicht. Also bei Festum habe ich, da habe ich aber auch jedes einzelne Gebäude gemacht. Da habe ich jedes einzelne, hier finde ich das einfach ein bisschen zu viel. Konnte man, wie gesagt, vorhin auf der Schwarz-Weiß-Karte erkennen, wie viele Gebäude das eigentlich sind. Das brauchen wir eigentlich noch brauchen wir das nicht. Und die Token sind ja von jedem Spieler anklickbar und verschiebbar und ziehbar von jedem. Und deswegen mache ich das als Objekt. Die können dann nicht bewegt werden. Können nicht geschoben werden. Die sollen ja an dieser Stelle liegen bleiben, weil nur an dieser Stelle sich dann eben der Elfertempel da aufhält. Theaterviertel. Ganz generell müsst ihr euch den ganzen Blödsinn auch gar nicht durchlesen. Ihr könnt das nämlich einfach so lassen, wie es ist. Und lest es dann einfach dann vor, wenn ihr es braucht. Fertig ist die Geschichte. Das reicht schon. So, noch Theater von Neuem. Dafür hat man diese Infos ja. Also ich schreibe mir das da rein, damit ich das Buch, damit ich nicht im Buch Wettel suchen muss. Gut, was haben wir hier noch? Theaterplatz, Jakwebühne, Ordenshaus der Grauen Stäbe. Das gucke ich mir nochmal an. Das könnte nämlich tatsächlich relevant werden. J9. Das ist echt clever, ne? Wenn diese Schwarz-Weiß-Karte zwar gerifft und gerastert ist, ich habe die nebenbei offen, aber da keine A bis J und 1 bis 10 oder sowas dran ist, sondern gar nichts. Ich weiß es trotzdem. Wenn ich jetzt suche, das Ordenshaus der Grauen Stäbe, das ist das hier. Überlege ich gerade mal, wie kann ich das denn zeichnen, kennzeichnen? Jägerseminar brauche ich, glaube ich, nicht. Gibt es für das Ordenshaus ein Logo und Siegel? Gucke ich gerade mal auf der Wiki. Oh, Stäbe. Noch bestimmt ein Logo. Wusste ich doch. Ich glaube, das habe ich sogar schon irgendwo auf meinem Computer, aber ich ziehe es gerade mal so runter. Kann ich eine SVG einbinden? Ja, kann ich. Und dann, weil das ein wichtiges, in Anführungsstrichen ein wichtiges Gebäude ist. Kommt das nochmal in einen eigenen Token? Schwuppdiwupp. Oh, die, nee, gar nicht. Das mache ich mal ordentlich. Sonst weiß ich wieder nicht, was ODL bedeutet. Fängt mir dann, wenn ich in Anführungsstrichen nervös bin beim Leiten, fällt mir das wieder nicht ein. Deswegen benenne ich das ordentlich in Ordo Defensores Lecturia. Die bewaffnete Garde der Grauen Gilde. Die Übersetzung packe ich auch nochmal dazu in die Notes. Auch nicht schaden. Zack. Gut. Galerie der schönen Künste, Schule des Lebens. Des Lebens. Kilian Park. Schlangentempel. Inmitten des Parks.
Der Schlangentempel. Das V, ne? Oder was steht da? Schlangentempel V. Ja, ich find's einfach total schön, dass man, wenn man sich diese Karte dann anguckt, ohne dass jetzt diese Sachen anklickbar sind, ne? Aber auch wenn ich das nicht, wenn ich nicht anklicke, ich weiß, wo die Tempel sind. Damit kann ich mich aber schon viel besser auf der Karte orientieren. Ich persönlich finde das geil. Inmitten des Parks liegt der Schlangentempel, wo monumentale zeitgeschichtliche Werke wie 1000 Jahre Neues Reich geschaffen wurden. Dem Buninae Sinnetempel obliegt die Aufsicht des hohen Lehrmeister Durian von der Heid. Auch traditionsgemäß die Fortschreibung der Chronica Eternia, jenes heiligen immerwährenden Kalendariums der Kirche. Im Tempel befinden sich Schreine des Nandus und der Mara. Mara-Tempel, auch gut. Kunin bekommt einfach viel mehr Farbe, wenn man sich so vorbereitet. Das kann man, wie gesagt, für jede Stadt machen, unabhängig von DSA. Man braucht einfach nur eine ordentliche Karte. Man braucht eine Idee, wie man die beschriftet, und selbst wenn es irgendwie Warhammer 40k ist oder D&D oder so, kann man ja alles machen. Man kann sich auch irgendwie Sachen ausdenken. Ne? Alles, was nicht, alles das, was beschrieben ist, ist erstmal vom Fest, aber das, was nicht beschrieben ist, da kann man dann eigene Sachen hinpacken. Wenn man also irgendwie was Interessantes hat. So, dann haben wir gegenüber haben wir noch das Haus Boronsruhe, Pentagrammaton. Die Akademie der Hohen Magie, Arcanus Institut. V. Ja. Das konnte man auch schon auf dieser Karte hier erkennen. Wo ist denn der Ersinde-Tempel? Hier. Hier ist der Ersinde-Tempel. Hier ist der Park mit dem Labyrinth. Ersinde-Tempel. Hier, oh, ist auch recht riesig, ne? Schick. Weiß jetzt noch nicht genau, haben wir das schon markiert? Nee, ne? Hier kann man noch den Jakvir fließen sehen. Das müssten dann der Rastulsfall sein. Ich glaube, hier ist nochmal das Bethaus von Rastula, kann das sein? Nee, das ist der Fürstenpalast von Selindian. Gucken wir uns gleich an, waren wir noch nicht. So, lass mich kurz gucken. Wir nehmen von Punin. Brauchen wir nämlich noch einmal das Logo. Mabiten, Draconita, Mabiten, Akademie. Wir haben doch bestimmt auch ein Logo. Müsste ich mal gucken, in welchem. Band Städten okkulter Geheimnisse. Städten okkulter Geheimnisse 87. Ja, und so geht dann das Vorbereiten los und weiter. Dauert halt ein bisschen, aber man macht das einmal. Danach macht man das nie wieder. Weil man dann für immer und ewig davon zehren kann. Wo ist denn mein. Ist das im Regel, du? Blub, blub, blub. Wo sind meine Kuhbände? Was habe ich gesagt? Steppen okkulter Geheimnisse, ne? 86. Das ist nämlich das hier, was ich meine. Wir haben ein eigenes Logo. Und das schneiden wir einmal aus. Mit Paint. Stumpf. Stumpf ist Trumpf. Das mache ich aber später dann mit Photoshop. Na, oder geht das auch so? Ne, geht auch so. Kann man auch so Text befreien. Was ich gerade mache, ihr könnt das ja sehen, dass ich hier gerade so ein Snipping-Tool an hatte.
schneide gerade den Text weg, der links und rechts mit den bedeutenden Abgängern und so weiter. Das wird gerade alles weggeschnitten, händisch. So. Jetzt haben wir hier unser Logo. Steuerung ist. Tonimagier. Und wenn ich dann noch was aus dem Städtenokkulter Ganze brauche, dann setze ich mir noch eine Lesemarkierung hier rein. Sage Tunin. Damit ich das dann später über die Kommentare schnell wieder finde. Und das sind also die ganzen PDFs, die ich dann beim Leiten nebenbei offen habe. So, dann befreien wir unser Snipping-Tool einfach mal von dem weißen Rand. Ist das schön oder ist das schön? Sieht doch schon mal gut aus. Das Logo. Also ich finde das geil. So, wie heißt die Akademie? Akademie der Hohen Magie. Der Hohen Magie, was lernt man denn da? Dämonologie oder nicht? Wieso denn Hohe Magie? Oder das wird ein Token zum Anklicken. Da kann ich ja nochmal das Logo reinsetzen. Dafür habe ich es ja. Wer die Folgen in Aranien gesehen hat, der wird ja wissen, dass Abelmir ein Prozess bevorsteht. Und den führt dann Punin. Das bedeutet, wir werden uns hier sehr lange aufhalten. Und das bedeutet weiterhin, dass ich noch was vergessen habe. Google ist dein Freund. Ich brauche einen, wie heißt denn das, Lord Voldemort? Wie hieß denn der zweite Teil mit den Tierwesen? Grindelwalds Verbrechen? Bilder. Brauche, nämlich die Gerichtssaal-Szene. Das ist auch ein gutes Bild für Babelmir. Zack. Ach. Ein bisschen verpixelt, aber perfekt. Das ist einfach so Babelmir. Wie er da steht und sich rechtfertigt, dass er kein Schwarzmagier ist. Hashtag kein Schwarzmagier. So, wir machen weiter im Herz des Reiches. Haus der Mephaliten. Was ist denn Mephalit? Das schmucke, kleine und enge Haus der Mephaliten an der Windsalter Fort, das ist der Nachfolger des vor Jahrhundert abgebrannten Gründungshauses des Weißen Magierordens. Auch wenn dessen Hauptsitz heute in Romulus steht. Okay. Könnte auch nochmal interessant sein. Mephaliten. Da muss ich mir nochmal eine Notiz machen für morgen. Mephaliten. Ich bin mal gespannt, wie euch die Sachen dann gefallen, wenn wir dann morgen damit spielen und die dann veröffentlicht werden, ob ihr die ganzen Sachen dann wiedererkennt. Also, ich meine, ich benutze halt genau das, so wie es dann hier abgebildet ist, ne? Ich mache da jetzt keine weiteren Geheimnisse. Aber wenn ihr dann irgendwann die Folgen seht, vielleicht bei YouTube, kann es ja auch nochmal ganz interessant sein, wie die Vorbereitungen so eingeflossen sind. Mal
markieren wir gerade mal. X. Akademie nach unten. Magie, Dragonita. Mephaliten. Ich gucke gerade mal, ob die noch ein eigenes Logo haben. Haben sie wohl nicht. Und das weißen Pentagramm. Ja, dann gebe ich denen einfach das Logo vom Bund. Haben doch auch irgendwo ein Logo. Das weiße Pentagramm. Ist das einfach nur ein Pentagramm? Salofoslarin. Wege der Zauberei, Seite 259. Damit kann ich arbeiten. Ohne die Wiki wäre ich einmal verloren. Wie, glaube ich, für alle. Wege der Zauberei, Seite 200. Was habe ich gesagt? Irgendwas mit 90. Nee, da sehe ich auch kein Siegel. Schade. Stetten. Ist das noch irgendwo in den Kuhbänden? Ich weiß nicht, ob das in den Kuhbänden irgendwo drin ist. Ich habe gerade mitbekommen, dass die Musik aus ist. Gar nicht so gut. Wir machen weiter im Herz des Reiches. Mach und Schreiberschule, Badenschule, interessiert uns nicht. Guck mal, da haben wir noch einen Tempel der. Nein, es ist Sereno, gut. Ein gemütliches Eckchen im turbulenten Punin-Bildet Sereno, der äußerste Südwesten der Stadt, unweit von den Kletterrosen bewachten Stadtmauer. Tauben gurren von den Dachkanten der Ziegeldächer. Kleine Wasserspiele locken das Stadtbild auf und süßer Duft von Zuckergebäck umspielt die Nase. Als Heimatviertel der gut situierten Weinhändler, Winzer, Brenner, Brauer und Schankwirte mag manchem Walpo-Jünger dieses Viertel als weinseligster Ort oder gar als die größte Gaststube Aventuriens erscheinen. Hier treffen Raya und Travia wahrlich aufeinander. Herrlich. Oh, Sereno. Hier ist Sereno. Da ist nochmal Sereno, da kann ich auch schon die Tempel sehen. Was wollte ich gerade tun? Wollte euch mitnehmen. PDF aufmachen. X. J6X. Tempel des Rebenbluts. Dann muss ich noch mal gucken, wo das X ist. Das X auf der Karte. Finde das X auf der Karte. Können nämlich beide von diesen Tempeln sein. So sollen wir das im Park. Dann ist das der Travia-Tempel? Fragezeichen. Leicht heruntergekommen ist der Quaderbau des Tempels der gütigen Mutter unserer almadanischen Heimat. Des Travia-Tempels, da wo das Geld meist sofort in die Kasse der Versorgung der Armen fließt. Mutter Zephira und Vater Sedef. Siehst du, dann weiß ich nämlich auch schon gleich, wie die NPCs heißen.
Speisehaus. Ich guck gerade nochmal nach. V, ne? Ist das ein V? Ja, V. Ja, dann also ganz am Ende, wenn dann die Karte fertig ist, freut man sich schon richtig cool. Wie das dann, jetzt streamen wir glaube ich seit 1,5 Stunden. Aber also, macht schon was her, also damit kann man arbeiten, damit kann man jetzt leiten. Wir sind zwar noch nicht fertig, aber damit kann ich schon ordentlich was anfangen. Wir machen aber weiter. So, Punin. Tiefenbrunnen. An Cereno schließt sich nach Norden in Tiefenbrunnen an, das Zentrum gutbürgerlichen Handels des gehobenen Patriziats. Altbosporanische Stadtvillen wechseln sich mit prunkvollen und koreanischen Gebäuden aus der Priesterkaiserzeit ab. Hier ran kutschen bestgelegte Buni der Handelsdamen und Herren entlang. Hasten mit die Bediensteten mit Schreibern einher, geben sich die Gesandten fremder Reiche ein Stelligheim beim Stadtrat oder bei den Kanzleien. Hier ist das Rathaus. Sollte das also relevant werden? Rathaus. Gut, das müsste das hier sein. Rathaus? Fragezeichen? M, wo ist denn M, Martha? Okay, kann das sein? I8M. Hier ist kein M, hier ist ein W auf der Schwarz-Weiß-Karte. So. Ach da. Ah, okay. Das hier ist das Rathaus. Wenn euch irgendjemand fragt, das ist das Rathaus. Muss ich aber nicht einzeichnen. Ah, Schule der Juristerei, Landgericht, Hofkanzlei. Blabla, Mana-Term, blabla. Stadtgarde. Inquisitionsturm. Interessiert uns nicht. Gilborns Halle, Prius-Tempel. Auch wenn Jalan gerade nicht dabei ist. Prius-Tempel. Hier steht noch Brian drin. Ich habe das mal in dunklen Zeiten gemacht. Das ist mit Prius. So, F7O. Ist oben. Sein, ja. Stand da gegenüber der Mana-Term. Wo sind die Mana-Term? Ist das das X? Mana-Term ist das O. Jetzt bin ich gerade überfragt. Ist halt echt blöd, wenn man das nicht nummeriert mit einem, habe ich ja eben schon gesagt, mit einem A bis H und 1 bis 10. Und einfach nur Kästchen auf die Schwarz-Weiß-Karte macht. Also das hier sind die Mana-Term und das hier ist der Prius-Tempel. Muss nicht, muss so sein. Mein innerer Sheldon wird gerade so ein bisschen getriggert. Bist nicht gleich groß. Och, bist du. Nee, bist du nicht. Das muss aber auch kleiner. Sieht zwar hübsch aus, das Logo, aber geht gar nicht. Besser. Gut, Prius-Tempel haben wir auch, ist im Objekt-Layer. Inquisitionsturm, Ohrturm, kaiserliche Münze, Goldacker. Reichtum und Macht assoziiert der Punin mit dem Goldacker. Hier wohnt Selindian Hal.
Ich muss hier gerade noch ein bisschen rummeditieren. Voltaka, Steuerung A, Steuerung C, Steuerung V. Ist das alles? Ja. Ich kann die Tokens meines Wissens nicht rund machen. Das geht nicht. Das sind immer quadratisch oder rechteckig. Das kann man hier auch sehen. Der Token ist zwar rund, aber der Abschluss hier ist rechteckig, quadratisch. Wenn ich hier einen runden Token machen könnte, das wäre halt auch gut. Ich weiß nicht, ob das mit den neuen Map-Tools Sachen geht, aber mit der aktuellen geht es zumindest nicht. Ist egal. Islamitische Treppe, Tempelhof. Im mächtigen Zentrum Punins liegt der kleine und alte Stadtteil Tempelhof. Das mit dem Platz des Schweigens. Gut. Anklickbar. Dann haben wir Tempel auch durch. Das gebrochene Rad bekommt noch eine Beschriftung. Zartempel ist auch noch nicht beschriftet. Schwarzes Buch, Rahmengruft, Baram Nasir, Regenbogentempel. Steuerung A, Steuerung C, Steuerung V. Change Objekt. Entschuldigung, muss mich gerade muten. So, uns fehlt noch ein Firun-Tempel, uns fehlt noch ein Fex-Tempel, Perine und Rondra. Muss doch hier auch irgendwo sein. Hier haben wir noch Mabo. Auf V. Mabo Tempel auf V. Die Mabiden kümmern sich ja nur um die Todgeweihten, ne? Todgeweihte zu einem leichteren Flug über das Nirgend mehr verhelfen, da sie sich auch um Verbündmittel Bohrenweid oder Limblatt verabreichen, ist ja ausumstritten. Gut, das wollte ich wissen. Es gibt ja noch die Neoniden, die kümmern sich um die Verrückten. Gibt es noch irgendwelche anderen Orden? Ort der Drakoniter. Guck mal, da haben wir nochmal Hesinde. W. Was ist W? Golgerit, ne? Der kriegerische Orden, genau. Haben wir noch irgendwelche. Muss gerade mal gucken. Ohren. Es gibt ja immer so die Unterabteilung von. Die Pareinekirche hat ja auch noch die Gänseritter. Das ist ja auch so der kämpferische Orden, aber den meine ich nicht. Ja, das war Travierkirche. Was habe ich gesagt? Pareine ist falsch. Travia. Sinde hat noch ein W. Was ist hier? Da wohnt die Drakoniter. Und die werden vielleicht auch nochmal wichtig. Ich muss gerade gucken, welche sind den beiden. V und X. Ja. Das hier ist mein V. Das hier ist mein X. Ich bin da einfach zu, ich sag jetzt nicht autistisch, aber ich kann das nicht ab, wenn ich jetzt hier irgendwie was Falsches beschriften würde oder wenn ich dann irgendwo auf einer Karte sehe, dass der Ingram-Tempel nicht hier oben liegt, sondern irgendwo hier unten, weil da sieht das schön aus und da will ich ihn haben. Keine Ahnung, das sieht aus wie ein Hesinde-Tempel, weil mit schönem Park oder sowas, deswegen tue ich den Hesinde-Tempel nicht hier hin, sondern dahin. Also wenn ich sowas sehe, dann kriege ich einen Rappel, das geht gar nicht.
Oberpunin. Wenn man schon mit offiziellen Städten arbeitet, dann sollte man es auch richtig machen. Meine Meinung. Herz des Reiches, bla bla, Oberpunin. Viertel der Reichen, der einflussreichen Punins, vornehmens Bürger, Doms und Domnas. Da muss ich mal schauen. Haben wir hier irgendwo Teehaus? Garnison. Da ist kein offizielles. Keine offizielle Villa bzw. Gasthaus. Palangana. Definitiv nicht benannt nach Padigan. Gar ist hier oben auch. Westlich des umfriedeten Stadtkerns liegt Palangana. Das ist immer noch eher ländlich geprägte Quartier der Bauern, Viehzüchter. Mit der Maquameile, der immer an Hotel Gladiatoren erinnert, der Wagenstadt der Zahori sowie der unzähligen Wett- und Spielbuden des Palangana, zudem das Amüsierviertel der Kapitale. Guck mal, wenn ich sowas weiß, dann nehme ich mir die Zahori von hier und tausche mal durch. Ich überlege gerade, bleibt das hier? Ja, das bleibt da, die Zahori kommen hier, die können sogar noch ein bisschen größer. Wenn die Zahori hier leben, irgendwo, oder ja, irgendwo hier oder außerhalb, also das hier ist wie gesagt hier hinten noch irgendwo, dann müssen die Zahori auch dahin und nicht unten hin. Ist das schick. Gladiatorenschule, Karado-Stadion, Vereine-Tempel. X. Gucke ich jetzt gerade, auf welcher Karte ich gucken muss. X, X, X. Falsches X. Ja, toll. Überall X, ne? Wie mich das aufregt. Muss ich wieder in die Beschreibung gucken. Ich nehme euch wieder mit. PDF. Zack. Nachdem sich die Innenstadt schon längst nicht mehr als der rechte Platz für den Kult erwiesen hat, Bauernhöfe, Felder, Obstplantagen, Einsegnungen, vier geweihte Hochwürden bringen Gelina Eisenwein im Frühjahr rund um Punin unterwegs sind. Das Carrado-Stadion ist H4. Ist das hier, oder? Was habe ich gesagt? Carrado-Stadion dient über 1000 Plätzen als Anstellungsort für Gladiatorenkämpfe, wie auch immer ein Spieler, örtliche Mannschaften, ja. Das ist nicht die Wagenrennarena, sondern das ist dann Imman und so, und H4 und M3. Das heißt, wir gehen nach oben oder nach unten? X. Da. Das habe ich nicht. Firo und Pereiner. Der kleine Schniepel. Der kleine Schniepel. Size, Arrange, Change, Object. Herz des Reiches, Spital unseres gütigen Ver- Hier, guck mal, das ist das, was ich noch meinte, die Terboniten. Das ist dann ja auch wieder ein Orden von der Vereinekirche, ne? Terboniten kümmern sich um Siechen und Pestilenzhaus. Vereines Krankheiten. Die Terboniten. Das ist die Vokabel, die mir auch fehlte. Neoniten, Terboniten, wobei Neona ja von Boron ist. Wenn ich meine. M3. Oh. Das ergibt jetzt gar keinen Sinn.
Bin ich falsch? Wir haben auf M3 haben wir ein X und auf M3 haben wir ein O. Nee, dann habe ich mich gerade getäuscht. Entschuldigung. Was ist denn das auf der Karte? Hier, da. Das untere ist der Perine und das obere ist der Terboniten. Hier, das hier. Ich habe mich schon gewundert, was das hier ist. Das ist auch, das kann das Bethaus sein. Wenn ich das jetzt so von oben aus der Vogelperspektive mir angucke. Könnte das Teehaus Charitz sein? Nee, das ist ein Oberpony. Oder die Turnschule? Keine Ahnung, was das ist. Doch, Bethaus von Rashtula. Wir haben keinen Novani bei uns in der Gruppe, aber wenn irgendjemand beten möchte in Punin, da oben. Konnte man auch tatsächlich von oben erkennen. Wagenstadt der Zahori ist M und N2 das X. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Dante 81 folgte die Ehre. Dante, willkommen bei uns. Ich habe mich erschrocken. So, die Zahori wimmeln hier. Das hätte ich jetzt auch nicht als Häuser oder sowas klassifiziert, aber das sollen wohl Zelte sein. Ich dachte, das ist einfach nur ein pickliges Feld oder so. Aber das sind tatsächlich. Das soll eine Zeltstadt sein. Dann liegen unsere Zahori hier tatsächlich ganz gut. Sehr gut. Unterpunin. Dann machen wir weiter. Dann haben wir, glaube ich, alles. Da sind wir noch nicht ganz fertig. Da muss noch was reinkopiert werden. Ah, das ist der Fax-Tempel. Bin nämlich immer so ein bisschen verunsichert, wenn Tempel noch rumliegen hier am Rand. Pirun, Rondra, Effort, Fax. Na, Effort haben wir schon. Bin immer sehr verunsichert. So, Firun, Fex und Rondra. Also kann halt sein, dass wir keinen Firun-Tempel haben. Das muss ich dann mal prüfen in der Wiki. Aber es muss 100 pro Rondra-Tempel geben. Gerade weil Almar auch das Land der Pferde ist. Kavallerie. So, der Fex-Tempel auf der L8X gehört zu den öffentlichen Häusern des Gottes. Wird vom Rat geduldet und von einem Halbelfen. Fexgeschwind Wieselläufer geleitet. Natürlich ist dieser nicht nur in mannigfachen Handelsaktivitäten angebunden, sondern auch im Diebeshandwerk in der Stadt involviert, mit das er angeblich noch einen Geheimtempel unterhält. Okay, das heißt, wir haben auch noch einen zweiten Geheimtempel irgendwo, den wir dann platzieren können, wo wir mögen. Das X auf der Karte markiert den Weg. Das hier ist der Fex-Tempel. Arrange, Change Object. Ich habe die doch gerade handklickbar gemacht, ne? Steuerung A, Steuerung C, Steuerung V. Und Fex ist falsch geschrieben. Ist auch noch die alt-bosparanische Schreibweise. Schauen wir mal Fex richtig. Ja, wie gesagt, es gibt noch einen zweiten Tempel, einen zweiten Geheim. Den könnt ihr platzieren, wo ihr wollt. Müsste man sich mal überlegen, wo es Sinn macht. Vielleicht irgendwo am Hafen, oder? Ich würde ihn hier an dieser Stelle erstmal weglassen. Könntet ihr dann für euch selber mal beschließen. Also Hafen würde Sinn ergeben. Wenn man klaut, könnte man vielleicht auch hier oben was machen. Weil wenn man dann hier die ganzen Villen einbricht, könnte das sehr sinnig sein. Dass man die ganzen geklauten Sachen schnell wieder weg ist.
Freudenhaus Leftans Jagd. Aha, okay. Es gibt noch einen dritten Punin-Bohrentempel mit den Totenfeldern. Dann klauen wir uns hier nochmal den Bohren-Token. Steuerung C, Steuerung V. Daran erkennt man auch, wie reich Punin ist, wenn sie so viele Tempel haben. Einfach in mehrfacher Ausführung. Vereine zweimal, Bohren dreimal, Sinde zweimal. Magierakademien gibt es hier eins, zwei und hier ist noch das dritte. Da fehlt mir noch das Symbol. Trotzdem fehlt mir noch Rondra. Was ist denn Rondra außerhalb der Stadt? Sternturm? Alte Abtei, Schloss Jaquifest. Achso, das ist das hier oben, ne? Das habe ich noch gar nicht. Was ist das denn? Die alte Abtei wurde von den Novadis niedergebrannt. Lustschloss. Jetzt gucke ich gerade mal in der Wiki Aventurica. Punin muss doch einen Tempel von Rondra haben. Achso, Halle der Ehren des Helden Karalus. Den habe ich eben schon gesehen, habe ich überflogen. Karalus. Karalus Stadion. Weil das nicht Rondra-Tempel hieß. Deswegen habe ich das wohl überflogen. Halle zu Ehren des Helden Karalus. Ja, deswegen habe ich es wohl übersehen. Das ist in Tiefenbrunn. Tiefenbrunn ist hier. Da suchen wir jetzt das O auf der schwarz-weißen Karte. Da müssen wir gerade noch mal gucken, ob es einen Firun-Tempel gibt. Das ist entweder das hier oder das hier. Ich muss gerade mal gucken. Das Eingezäunte. Dieser hier. Steuerung C, Steuerung V. Dann haben wir auch einen Rondra-Tempel. Haben wir vier Runden. Ich gucke wieder auf der Wiki. Steuerung F, Firun. Nein, haben wir nicht. Gut. Dann haben wir zumindest alle Tempel einmal verwurstet. Übrig geblieben ist hier am Rand. Ich muss gerade die PDF wieder zumachen. Hier lagen alle meine Göttertoken. Firun ist übrig geblieben. Wikipedia sagt, es gibt kein Firun-Tempel. Das heißt, wir können ihn wieder löschen. Ich glaube, wir sind fertig. Es gibt dann noch Unterpuni mit der Kanalisation außerhalb der Stadt. So, dann gibt es hier noch die Magierakademie. Und die haben wir auch nochmal zusätzlich in Städten okkulter Geheimnisse, ne? Klauen wir uns auch nochmal fix ein Bild raus. Irgendwas. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab! Hyru-Linustri subscribed vor 6 Months. Hey, schau nur mal kurz vorbei. Hallo sagen. Hallo sagen. Hallo Rudy, schön, dass du da bist. Danke für dein Resubscribe. So. Dann haben wir hier unten noch ein Bild aus Hallen. Nee, nicht Hallen Arcana Macht, sondern Städten okkulter Geheimnisse. Das brauchen wir. Und hier ist noch eine schöne Karte. Och, die ist hübsch. Zweiter Obergeschoss. Steuerung A, Steuerung C, Steuerung V. Ich werde ihn noch mal ein bisschen bearbeiten mit Photoshop. Das heißt, ich mache wieder Photoshop auf. Ich kann noch dann mal Photoshop auf den OBS drauflegen. Da könnt ihr nämlich mitgucken. Steuerung A, Steuerung C, Steuerung V. Die nächste. Braucht mich noch das zweite Geschoss. Das sind nämlich nur zwei Stockwerke. Da war drei Geschosse.
Ich will da gerne in anderen Abenteuern, wenn ich einen Stadt- und zugehörigen Plot vorbereite, beispielsweise 150.2, der Stein der Marder. Da spielt die Fexkirche, über welche Ressourcen sie in der Stadt verfügen, eine wichtige Rolle und die Akademie ebenfalls. Wenn man zeitlich etwas flexibel ist, könnte eine NSC-Gruppe während der Verhandlung den Kram machen, den die Helden im Abenteuer machen. Ja, eine sehr, sehr gute Idee. Guter, wichtiger Hinweis, danke. Ich habe nämlich letztes Mal nicht mit Herz des Reiches geleitet, als wir in Punin angekommen sind, sondern ich habe, komm morgen mal, um mir den Abelme-Prozess anzuhören. Das wird gut. Ich habe, wir sehen uns morgen, Herr Rulier. 21 Uhr. Ich habe mit G7 geleitet, denn in der, achso, das habe ich ja, wann war denn das? Gestern? Vorgestern? Ich habe doch den, die Pforten des Grauens habe ich doch bei mir hochgeladen. Da sind sie ja auch kurz in Punin. Habe ich das gesagt? Habe ich gesagt. Wo sie den Auftrag von der Boron-Kirche bekommen. Und da wird Punin, also Punin selber wird nicht gut beschrieben, aber der Boron-Tempel wird herausragend gut beschrieben. Der ist echt hübsch, oder? Das kommt aus dem aventurischen Boden. 148 war das, glaube ich. Das ist echt ein hübsches Bild. Ich bin begeistert. Lädt sehr zum Verweilen ein. Den brauchen wir morgen. Den brauchen wir morgen auch. So, ich wollte euch Photoshop... Ach, bis der gehängt wird, dauert das keine 30 Sekunden. Nee, das stimmt. Hinzufügen. Fenster. Neu existierend. Ich muss Foto. Ich glaube, dass er nicht gehängt werden darf. Für ihn macht sie bestimmt eine Ausnahme, aber nur ausnahmsweise. Ich weiß gar nicht, was steht denn für Kinderheime anzünden? Also wenn du Feuermagie, es ist zwar Elementarmagie, aber es ist halt Erdelementare gegen Menschen geht's, wenn das halt rauskommt. Ich vermute, das ist ein Feuertod. So, das ist das erste Geschoss, das ist das zweite Geschoss. Das ist doch blöd. Versuch hier nochmal. Ja, nee, genau. Kann ich auch vergessen. Ich wollte den Rand noch wegmachen. Rand automatisch wegmachen. Image Mode. Adjustment. Das ist das zweite Obergeschoss, ne? Ja, doch, das nehmen wir. Störung ist. Ist das gesichert? Hyrule, genau, was soll ich hier sagen? Plus 1 für Feuertote. Adel darf sowieso nicht gehängt werden. Wenn er die Feuerstrafe bekommt, dann Kopf ab. Sowas wie Feuertod oder sowas wird sehr lustig. Zu rot, oder? Für eine Magierakademie. Ich bin immer so ein bisschen der Freund von Pergament. Ich meine, ich kriege das jetzt sowieso nicht in Vollfarbe, ne? Aber sieht jetzt so ein bisschen Pergamentfarben aus. Ich glaube, das nehmen wir so. Störung ist. Photoshop wieder ausgemacht werden. Mit was hast du das gerade eingefärbt? Mit dem Hue Saturation Tool von Photoshop. Hue Saturation, also die Sättigung, Farbsättigung. Das geht effektiv mit jedem Bildbearbeitungstool, das besser ist als MS Paint. Ja, Paint kannst du sowieso knicken. Einfach Layer drüber, 50% durchsichtig mit Farbe abspielen. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, du würdest dir mit dem 50% Occupacity Tool, würdest du dir, glaube ich, was klauen. Ich glaube, dass die Hue Saturation Tool arbeitet anders. Ich muss gerade mal gucken. 1050, 1400 Pixel und
Ziehe ich meine rein. Und. Also als ich das letzte Mal Yolgoma gemacht habe, da war der Maßstab, der war richtig für den Arsch. Ich habe mich auch schon mal über Twitter beschwert, dass der Maßstab hier immer komplett Gurke ist. Kannst du ja mal spaßeshalber ein Bett hier reinziehen. Hier, also so eine Tür. Wir machen das einfach mal. Ich bin mal sehr gespannt. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ihr wisst ja, wie wir anpassen. Ich ziehe hier mal noch ein bisschen nach oben. Jetzt bin ich sehr gespannt. Störung A, Störung C, Störung V. So, wir wollen auf 20. Das heißt, das sind 200. Damit haben wir einen Maßstab von 1 zu 10. Wenn die beiden wieder übereinander liegen. Das ist noch nicht der Fall. Schauen wir mal nach. Hier ist unser Zeiger und da ist unser Zeiger. Und jetzt müsste ich, wenn ich den hier darüber ziehe, müssen das 200 sein. Gut, damit haben wir diese Karte geeicht. Unser Maßstab ist 1 zu 10. Jetzt nehme ich diesen kleinen. Ich mache den mal Size, damit wir damit ein bisschen spielen können. 1 zu 10. Das sind 10. Damit ist die Tür tatsächlich 1 Meter breit. Aber nicht ganz. Ich bin weiterhin skeptisch. Na doch, die Tür ist 1 Meter breit. Schauen wir mal, wie breit der Raum ist. 4 Meter. 5 Meter. 5 Meter mal 4 Meter. Okay, da passt zumindest ein Bett rein. Na gut. Wie breit ist die Treppe? Okay. Die Treppe ist 1 Meter, also ist halt eine Wendeltreppe, aber 1 Meter Wendeltreppe, da kommst du nicht rein. Du kannst diese Wendeltreppe nicht hochsteigen, wenn es eine Wendeltreppe ist. Ich gehe mal davon aus, es sieht aus wie eine. Geht nicht. Überlegt euch, wie viel 1 Meter ist. Dieser Gang hier ist auch 1 Meter breit. Nicht mal. 70 cm. 80. Der Gang ist 80 cm breit. Finde ich ein bisschen schwierig. Was wir jetzt machen können, ist, dass wir einfach das hier anlegen und dann genauso breit ziehen. Dann sollte das eigentlich, wenn alles geklappt hat, genauso breit sein. Ja, kann man ja sehen. Zack, zack, 200. Das war jetzt ganz clever, dass die einfach hier aneinander passen. Da haben wir beide sehr schnell geeicht. Bin trotzdem. Ah, hier, guck mal. Gucken wir uns mal diese Räume an. Nee, zu groß. Den hier. Wo ist denn der Eingang? Haben wir einen Eingang? Hier. Die große Eingangstür ist 2,60 Meter. Beziehungsweise 80 cm und 80 cm, weil es halt keine doppelflügelige Tür ist, sondern zwei einflügelige. Just saying. Just saying. Yolgomak war unglaublich schlimm. Also, wenn ihr euch die Yolgomaker den Originalmaßstab angeguckt habt, hat ein Graus. Aber das geht. Also, ich will hier kein Schüler sein, kein Scholar, weil
Die Gänge sind halt auch nur 1,50 breit, kannst halt aber nicht an den anderen vorbeilaufen. Schüsse mal mit deinen Professoren aneinander. Und du kommst einfach die Wendeltreppen nicht nach oben, weil... 1,30 Meter. Never. Okay. Damit aber können wir trotzdem arbeiten. Dann haben wir unsere Magierakademie. Ich ordne das gerade mal anders an. So, den schiebe ich nach unten. Der sieht scheiße aus. Zack. Gut, dann haben wir hier einen kleinen Token, den kann ich löschen. Hier mit zwei Token, die brauche ich auch nicht mehr. Der kann weg. Aktuell stehen sie irgendwo auf dem Platz da. Das sind die Token, die wir hier haben. Die brauche ich auch nicht mehr, die können auch weg. Eigentlich sind wir fertig. Da kann der Dämon wohl nicht durch die Tür. Nee, kann er nicht. So, dann gucke ich gerade mal. Wir haben 2 Stunden und 10 Minuten gestreamt. Mit Erklärung. Für 2 Stunden für dieses Werk hier. Was ist das hier oben? So. War nur bei OBS zu sehen. Ja, die Schwarz-Weiß-Karte hatte ich jetzt eben noch offen parallel. Die kann ich wieder zumachen. So leite ich meine Runden. Ich kann in ganzer Ruhe dann mich auf den Plot konzentrieren, muss dann nicht irgendwie wild in den Büchern suchen und schauen. Wenn ich irgendwas brauche, weiß ich, wo ich es finde. Ich kann alle Dinge anklicken. Weiß Bescheid über den Hesinde-Tempel, weiß, wo der Draconiter-Hort ist. Dann haben wir hier unseren Beschwörungstempel. Beschwörung, Dämonen, die Schule. Hier haben wir den ODL. Da kann aber mir dann gleich verhaftet werden, wenn er rauskommt. Fax-Tempel, Bohren. Gut. Gibt es irgendwelche Fragen von euch zu meinem Eichungsblödsinn? Rundgang durch die Akademie, Leben in der Akademie, berühmte mit Basilius der Große, Barocca, Tulipan. Muss mir noch für morgen, das gehört dann nicht so sehr in die Map-Tool-Planung, sondern dann eher für meine Vorbereitung, da muss ich mir noch mal ein paar Magister heraussuchen, die wir dann brauchen, die dann beim Prozess anwesend sind. Sieda und Cosma, ich glaube, den gibt es noch nicht. Magister Magnus Theoreticus. Maddalena Mirabilia di Matiana Minora. Magistra Magna in Vocatio Elementari. Fehlt ein A. Ja, ansonsten der Rest ist Vorbereitung, den ich eigentlich nur mit Durchlesen vom Buch machen muss. Magister Max Mustermann. Gut, aber wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, dann haben wir Unin gebaut. Ich hoffe, ich konnte irgendwelche Unklarheiten beseitigen. Wenn es noch weitere Fragen geben sollte, könnt ihr mich natürlich immer noch weiter anschreiben. Mehr Liebe für MapTool. Das ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Keine Fragen, sieht sehr schön aus. Ich verabschiede mich dann auch schon mal. Viel Spaß. Alles klar, dann 21 Uhr. Ich glaube, ich werde dann auch Stream wieder beenden. Ich wollte das zumindest einmal mit euch machen. Schon ein bisschen länger her. Dass wir das letzte Mal gebaut haben. Ich glaube, das letzte Mal war, wie gesagt, Festung. Das ist ja auch schon urlange her. Schau gerade mal nach. Blablabla. Hier unsere Battlefield 5. Bob Ross.
Ja, gerne für den Stream. Ich schicke euch gerade mal weiter mit einem Host. Keine Ahnung, ob euch das interessiert, aber ich finde die Ehrensache extrem cool. Ist ein Ehrenmann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.